Hallo liebe Hofblick-Fans. Diese Folge gestaltet sich mal etwas anders, denn wir haben uns gedacht, nach 15 Videos, die wir bisher in dieser Serie produziert haben, wird es höchste Zeit, einmal Danke zu sagen. Genauer gesagt sogar zweimal. Wir bedanken uns zum einen bei allen Landwirten, die bisher mitgemacht haben, die uns offen und herzlich empfangen haben, auch mich mit einer Videokamera in der Hand, das ist ja nicht selbstverständlich. Und wir bedanken uns bei allen Zusehern, also genau bei euch, die ihr alle die Videos so schön liked, teilt und auch gerne kommentiert. Letztendlich ist das ja auch gewünscht und gewollt. Wir wollen einen Dialog schaffen zwischen Landwirten und Nichtlandwirten. Und dass auch über die Videos hinaus noch Fragen offen bleiben, ist klar. Wir können nicht in 3, 4, 5 Minuten alle Fragen, alle komplexen Inhalte komplett erklären, aber so gibt es zumindest eine Grundlage und auf dieser Grundlage darf und kann natürlich gerne diskutiert werden. Das hat ja auch größtenteils bisher immer gut geklappt. Wir zeigen jetzt mal ein paar Highlights, so ein kleines Best-of. Dabei merkt ihr vielleicht, dass ihr die ein oder andere Folge noch gar nicht gesehen habt. Das könnt ihr jederzeit gerne nachholen. Es gibt alle Hofblicke in einer Playlist auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite der OV. Dort könnt ihr alles noch einmal hintereinander weg immer wieder anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich schon auf die zukünftigen Videos. Das Schöne an dem Mais ist einfach, dass die Gänse Beschäftigungsmaterial haben, dass sie Schatten, also Schutz vor der Sonne haben und natürlich auch ganz viel Futter. Sie sind recht clever und verstehen dann auch sehr gut, wo der Maiskolben denn angesetzt ist und fressen unten am Stiel die Pflanze an, sodass der Maiskolben runterknickt und dann fressen ihn komplett auf. Die eigentliche Besamung läuft natürlich zu 95, 98% über die künstliche Besamung. Der Eber ist eher der Animateur und für die Wochenendarbeit zuständig, wenn man keinen Samen lieferbar ist. Hier ist ein Kopf zu sehen, ein Ferkel. Wenn wir den richtigen Anschnitt sehen, kriegen, dann können wir sogar schon ein Herz schlagen sehen. Hier sind Rippen gewesen, dann kann das Herz nicht mehr weit sein. Da ist das Herz das Schlechteste. Und wie viele Kartoffeln kriegen Sie aus einer Pflanzkartoffel heraus? Im Schnitt pflanzen wir so zwischen 2 und 2,5 Tonnen pro Hektar aus und ernten zwischen 45 bis 70 Tonnen müssen wir ernten. Also das 15 bis das 20-fache. Da die Wandertunnel ja im Prinzip witterungsunabhängig sind, kommt auch kein Wind zur Bestäubung rein. Dafür setzen wir dann jetzt die Hummeln ein, unsere fleißigen Helfer. Ich will jetzt nicht sagen Tag und Nacht, aber sie sind morgens schon sehr zeitig zugange und bestäuben dann hier die Anlagen. Ob es gerade ist oder schräg gewachsen ist. Ja. So. Und was sagt der Profi? Passt.